Was mich trotzdem null weitergebracht hat, ne? Ach, warte mal, wir machen es uns ganz. Warte mal, wir können doch. Ich habe doch noch gar nicht mal versucht, den reinzudrücken. Ja, das könnte man vielleicht auch erstmal versuchen, bevor man hier gleich aufgibt. Das heißt, wieder zurück. So, komm. Und ja, ich kann schieben. Nice. Und noch tiefer. Yes, es funktioniert. Und ich sehe schon Darm am Ende des Tunnels. Oh Gott, wo sind wir hier gelandet? Ich speichere mal lieber. Das sieht nicht sehr gesund aus hier. So, 1100 Spielstände. Meine Güte. Was mache ich hier nur? Da kommt doch gleich richtig viel Viehzeug an. Ich sag's doch. Nein, Lara, spring! Spring! Schön, die mal explodieren hier, ne? Die sauen den ganzen Ort hier ein. Leider nicht, dass es ja auffallen würde, wenn hier ein bisschen mehr Blut wäre. Ich meine, seht das an. Ne? Boah, ey, Leute. Nee. So geht man nicht mit einer Lady um. Boah, wie viel sind das denn? Ey, das sind vier Viecher schon wieder. Vier. Komm, nehme ich halt wieder der Uzis hier. Oh. Die werfen mir echt alles entgegen, was sie haben, ey. Also, vor allem auch die nervigsten Gegner, die es in diesem Spiel gibt, scheinbar. Die springen immer auf dich zu, du kannst ja nicht so schlecht ausweichen. So, haben wir's? Wir haben's, ja? Oder? Oh, meine Nerven, Alter. Meine Nerven. 1001 Nacht hier. 1001 Spielstände, meine ich. Ne, 1101, das ist ja nicht 1001. Ja. Ich bin schon ganz durcheinander, das ist halt wirklich. So, die Tür geht auf, aber das war's doch noch nicht. Was ist mit dem da hinten? Der macht auch noch irgendwas, oder? Ah ja, das hat ja die Brücke eröffnet. Ey! Was? Wirklich? Es ist wirklich wahr. So, was ging denn schneller? Die Frage ist, was ging denn schneller runter. Ich glaube, die Brücke ging halt relativ schnell runter, oder? So, also sprinten können wir in dem Spiel noch nicht. Das geht, glaube ich, erst ab Teil 3. Wir können nur noch mal laufen. Oh, das war auch ganz knapp. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. 1001 Samaritaner bis. Ja, 1001, ja, bis mir bewusst war, das war 101. Ja, stimmt, 1001 ist ja wirklich ein bisschen. Also, das ist ja etwas übertrieben viel, ne? So, wir sind da. Ja. Wir sind da. Oder auch nicht. Also eigentlich im normalen Spiel ist das so, dass man hier den Shion einsetzt. Cruella ist übergewichtig geworden. Ja. Braucht ein paar mehr Mäntel, ne? Also 101 reichen da nicht. Es müssen 1001 sein. Ja, wir können einfach runterspringen, geht auch. You can't do this. We condemn you, Nathla of Atlantis, for your crimes.
for the flagrant misuse of your powers, and for robbing us of ours. You can't, I... Breaking the three bond of consent that our people are ruled and secured under, and invading Teal'c'an and myself with our army, our warriors, empty from the X-Menschen. Our pyramid, so that you can use the pyramid, its powers of creation, for your own mindless destruction. Mindless? Look at you! Neither of you have one squirt of inventive juice in your heads. Wasters. Let's just do it. Also. Teal'c'an! You use the sacramental place as a source of individual pleasure. As some freak factory. They're survivalists, a new generation. A slaughter heap now. And you. We're gonna lock you in limbo. Make your veins, heart, feet, and that diseased brain stick solid with frozen blood. Schöne Synchro. Greet your eternal unrest, Natla! You won't rest either, or your damned continent Atlantis! Ja, siehst du, du kannst rummeckern, wie du möchtest. Weg bist du. Die atlantischen Götter lassen sich halt hier nicht verarschen, ne, Natla? Also tschüss. Hinfort. In den Darm mit dir. Atlantis. Ja, wir sind fast fertig. Ein Level noch und jetzt ziehst du durch. Komm, also das ist das letzte Level. Genau. 48 von 48 Kills. Also wir konnten keinem Kill aus dem Weg laufen. Pickups habe ich, naja, 28 von 43 ist jetzt nicht so toll. Secrets habe ich genau die Hälfte. Und eine Stunde 47 hat es gedauert. Was ich ein bisschen komisch finde, also eigentlich in dem normalen Spiel kam auch noch so eine Fleischversion, so eine Fleischkopie von Lara vor. Die haben wir noch gar nicht gesehen. Was eigentlich ziemlich schade ist. Ist es nicht wunderschön? Nicht sei mal nicht so aggro. Ganz ruhig, wir finden deine Mama, wenn die überhaupt noch am Leben ist. Mal gucken. Man muss einfach nur vorsichtig sein, dass das Vieh nicht zu nah an den Rand kommt. Und dass ich nicht runterfalle vor allem. Na komm. Geh down, du willst doch so nicht leben, oder? Es ist doch nicht lebenswert, das Leben, ne? Na komm. Ja, ne? Komm. Das ist der... Oh, 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 das war knapp. Jetzt sei ich fast runtergefallen. Nein! Das darf nicht sein! Ich hab ihn fast getötet! Und jetzt... hat er eine kleine Lara-Puppe. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Die Eiterkugeln machen mir Angst, Jan. Ach scheiße, jetzt habe ich auch nicht gespeichert. Naja, ist ja jetzt nicht viel gekommen. Speichern soll. Naja, ist egal. Also, die Eiterkugeln machen mir Angst. Das kann ich sehr gut verstehen, weil wer weiß, dass da noch rausgeplatzt kommt. Ja, wir können auch eigentlich jetzt unsere Uzis nehmen. Ach komm jetzt, Mensch. Jetzt quäl mich nicht so. So. You can't do that. Ja, ja, bla bla bla, das hat man gerade. Safe Game. Ja, jetzt. Dann machen wir es halt so. Vielleicht geht das ein bisschen besser. Ist zwar immer noch extrem stark und widerstandsfähig, das Vieh, aber der darf nur nicht zu nah rankommen. Also der macht ja eigentlich sonst nichts, ne? Der wirft nichts. Der will einfach nur ein bisschen spielen. Oh, das war wieder ein bisschen fast zu nah.
Oh, das ist ein schöner Beat, oder? Komm, gleich ist er down. Vorsichtig, das war wieder sehr nah. Gut, dass wir so viel Munition gesammelt haben, ne? Bäm und... Das war's. Aua! Ich glaube, ich bin besiegt. Ach, scheiße. Naja. Was soll's? Rächt mich, meine Brüder! Und da kommt noch was raus. Du hast definitiv recht. Große Pyramide. Selbst dein Kater guckt so, ja. Das freut mich. Kann da noch was raus hier? Plutscht? Nee. Natürlich kommt da noch was. Ich höre doch schon wieder rumflattern hier irgendwas, ne? Aber ich schnapp mir natürlich all das Zeug hier mit. Ja. Ich warte, ich erledige dich gleich. Kleinen Moment. Als ob der Endgegner nicht reicht. Jetzt seid mal nicht solche Löcher hier. Och Leute. Heilen, 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 schnell. Oh, meine Nerven, ey. So, haben wir es jetzt? Ja. Gut. Ehrlich gesagt, ich finde es echt schade, dass die Fleischkopie von Lara nicht dabei ist, weil wenn du dir den ersten Teil anguckst, da gibt es irgendwie so eine coole Stelle, wo du so eine Fleischversion von Lara hast, so eine Kopie, und die bewegt sich genau, also die bewegt sich genauso wie du. Das ist zwar mit sehr wie so ein Spiegelbild, und dann musst du die auch in so eine Falle locken, damit du die umbringen kannst. Das müsste aber schon vorbei sein, das kam leider hier gar nicht vor. Wer weiß, vielleicht war es zu schwer zu programmieren, oder? So, jetzt bummst das hier noch ein bisschen rum. Lecker, ne? Schön leckeres Lara-Steak hier. Ist das nett, man hat uns hier noch was hinterlassen. Ist bestimmt lustig, die ganze Zeit dieses Rumgewummer auf den Ohren zu haben. Ach, hier. Es soll ja implizieren, dass die Pyramide ja so ein bisschen zusammenbricht. Ich weiß nicht mal, ob da jetzt mich was verfolgt hat, ob da jetzt was runtergerollt ist oder nicht. Das klang gerade so, ne? Oh ja. Oh ja. So, wir haben jetzt nochmal trotzdem Munition bekommen. Das heißt, das war's noch nicht. Jetzt müssen wir ein bisschen durch. Hier unten kann nichts passieren, oder? Ich hänge hier fest. So, jetzt durch irgendein Loch muss ich jetzt hier schwimmen. So. Oh nein! Nicht schon wieder diese Türen. Ja, das würde ich nicht unter Wasser machen, Lara. Ich glaube, wenn du unter Wasser so rumstöhnst, dann werden sich deine Lungen relativ schnell füllen, ne? Puh. Weil wie viele von den Viechern existieren denn noch? Ich müsste doch mittlerweile schon eine ganze atlantische Population angeknallt haben, oder? Weil, wie gesagt, ich hau jetzt alle Medikits raus, die ich angesammelt habe. Dafür sind die wahrscheinlich auch da, ja, ne? Das nehmen wir uns noch mit. Ich glaube, da möchte man uns noch mal so richtig schön kolosseumartig alles entgegenwerfen, was es gibt, ne? Ich hoffe, das Level geht nicht so lange, weil dieses Rumgewumse geht mir ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. Das ist etwas penetrant. Ihr wartet mal ganz kurz. War da oben noch irgendwas, oder? Ich habe den Schalter aktiviert, das ist jetzt passiert. Lara zittert etwas, ihr scheint etwas kalt zu sein. Dann muss ich wohl wieder da weiter unten durchschwimmen. Welch eine Freude! Einfach durch. Nicht drüber nachdenken. Passiert schon nichts. Das sag ich doch.
Das war natürlich alles Können, ne? Und die Kamera... Die ist gerade wieder richtig schlimm, oh Gott. Ja, keine Ahnung, wo ich hier lang muss. Sieht alles gleich aus für mich. Hier hat sich eine Platte geöffnet, dann wird es mich hier lang gehen. Speichern. Speichern. Alter. So. Was hat sich jetzt hier... Irgendwas hat sich getan, aber wer weiß was. Guten Abend. Manic Mansion Mainer, wann geht's weiter? Ja, also auf jeden Fall, ja, wie gesagt, ne, ich mache momentan eher so die Sachen, wo ich halt spontan auf Lust habe. Weil ich auch nicht so viel Zeit habe momentan. Aber ich hatte eigentlich vor, diese Woche nochmal Manic Mansion aufzunehmen. Ich kann es nicht versprechen, aber ich versuch's. Auf jeden Fall wird's zu Weihnachten ein Weihnachtsspecial geben. Also es gibt ja, glaube ich, eine Weihnachtsfolge. Und die werde ich dann auch dementsprechend aufnehmen. Oh! Tja, manchmal ist das so, ne? Manchmal hat man halt solche Präferenzen, manchmal solche Präferenzen. Es ist ja nicht aus der Welt, ne? Aber letztendlich ist es ja auch alles hier nur so ein, wie soll ich sagen, ich mache das ja alles immer aus Spaß, ne? Also deswegen spiele ich logischerweise das, auf was ich gerade so spontan Lust habe. Erstes Ding. Ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen pervers. Ja, ich will mich mit Lara foltern, das kann sein. Also ein bisschen masochistisch veranlagt muss ich scheinbar wirklich sein. Also anders... Ich habe übrigens da gespeichert, wo ich sterbe, glaube ich. Sei denn, ich ziehe jetzt nochmal nach links. So. Oh ja, trinke gleich, sehe ich gerade. Scheiße. Dann. Hilfe, ich sterbe. So, erst ein bisschen Luft holen. Ich meine, ist ja nicht schlimm, ne? Mit ein paar Medikits kann man die Lungenkapazität auch nochmal ein Dreifaches erhöhen. Das geht schon. Ja, die Frage ist halt nur, was ich jetzt hier gemacht habe. Was ist das? Wo bin ich? Da unten im Loch war ich schon drin, glaube ich. Und da bin ich jetzt ja hoch und habe diesen Schalter aktiviert, der hinter diesen... Ja, hier war ich ja gerade. Nee. Also... So. Vielleicht mal hier oben lang. Hier waren wir da auch. Oh, das ist neu. Das ist neu. Ja, das sieht doch gut aus. Gut. Bei MMM kann man nicht sterben. Tja. Es sei denn, man spielt eine Halloween-Episode. Da kann das schon mal passieren. Man kann aber in eine Sackgasse laufen. Das kann passieren. Die warten ja schon auf mich. Ah, ihr trefft mich nicht. Gut, eher weniger, aber neu. Naja, ich sehe das immer positiv. Wenn wir ein Stückchen weiterkommen, ist das schon mal... Ist das schon mal eine gute Sache. So, oh ey. Ich glaube hier irgendwie... ich weiß nicht, mein Trommelfell wird platzen hier. Ja, wisst ihr, der trifft mich, aber ich den nicht, oder was? Ne, komm. So spielen wir das aber nicht, das Spiel. Also, was ist denn das jetzt hier? Was ist das? Ja, steh da nicht so rum. Guck nicht so. Es muss ja irgendeine Möglichkeit geben, hier abzuschießen, ohne dass
was passiert. Kann ich darüber springen? Yes. So, jetzt bist du dran. Aber ich auch. Aber ich nehme meine ganzen Medikits. Oh, Leute. Leute. Es ist echt... Weil die ganzen rumgewackelt noch die ganze Zeit hier. Das ist... Da von unten schießt schon wieder einer. Der mich natürlich trifft von da unten. Alles klar. Alles klar. Ich darf aber auch mal denken oder mal versuchen, so mal einen Schritt zu gehen. Ja, ich glaube, das ist echt so konzipiert, dass ich nicht sterben. Es ist passiert. Naja, man kann nicht alles haben im Leben, ne? Also, wie man hier irgendwie ausweichen soll, ohne Schaden zu nehmen, ich glaube, das soll gar nicht so sein. Man soll ja Schaden nehmen. Könnt ihr mal aufhören, mir in den Arsch zu schießen?